Mahlzeit, ihr Nasen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Colin McRae Dirt. Habe ich recht gehabt. Wir spielen jetzt wieder eine Rallye in Japan. Und wir fahren jetzt mal wieder den Punto, den Grande Punto, genau. Könnt jetzt auf den umswitchen, aber ja, why? Ich will bei diesen Klassen sowieso nicht wirklich Geld ausgeben. Wir haben die Fahrzeuge, warum sollte ich? Die funktionieren schon auch. Wir fahren wieder Rallye. Rallye, super. Mag ich am liebsten. Die reinen Rallye-Rennen, das ist super. Fehlt eigentlich bloß noch das richtige Auto dazu. Aber da kommen wir auch noch hin. Die sind mir alle noch nicht klassisch genug hier, die wir jetzt bis jetzt gefahren haben. Könnte sogar sein, dass das eine reine Asphaltstrecke ist. 60, links 4 über Scheitel. Und über 150. 60, rechts 2. 100, rechts 4, 40, links 3. Bisschen feucht ist sie. Zumindest sieht es so aus. Fünf Sekunden rausgefahren. Sehr gut. Also bei der Rallye reiße ich immer noch ein bisschen was, auch wenn es eine Asphaltrallye ist. Kommt auch immer ein bisschen auf die Strecke mit an. Jetzt schüttelt es mich aber gerade hier doch so ein bisschen durch. Schön sauber rumgeschleidet. Doubts. Nochmal 2 Sekunden gut gemacht, trotz Rempler. 60 rechts 3. Geht in Ordnung, Leute. Bis jetzt alles cool. Sagt er aber und schrammt mal wieder an der Leitplanke rum. Ah, Mensch. Jetzt wird's gerade peinlich. Gut. Alles im grünen Bereich. 40 links 2 breiter. 40 rechts 4 lang. Na, da habe ich schon mal gesehen, dass da ein Stück Lack von uns an der Leitplanke hängt, wenn wir um die Kurve sind, aber ging nochmal gut. 60 rechts 5. Nochmal für Leute, die vielleicht einfach mal einschalten, weil sie neugierig sind. Ich bin kein guter Rennspieler. Ich fahre halt bloß einfach gerne. Ich spiele hier auch bloß im Schwierigkeitsgrad Clubman, also der zweitleichteste eigentlich. Aber das reicht mir auch. Schaffe ich trotzdem zum Verkacken. Also kriege ich hin. Überhaupt kein Thema. Es kann ja tatsächlich mal sein, dass jetzt einfach durch das Let's Play auch so ganz versehentlich andere Leute angelockt werden, die normal mit meinem Content auf dem Kanal nicht so wirklich was anfangen können. Beziehungsweise... sind halt einfach unterschiedliche Sachen. Sorry. Sonst eher Rollenspiele, Horror, Trash und so Zeug und das ist jetzt hier... Doch was anderes, was meinen sonstigen Content angeht.
Aber ich kann auf Clubman bleiben, glaube ich. Vielleicht werde ich mir doch so bei den Raids oder bei den Stadium Trucks, wie gesagt, das einfach mal reinholen, dass ich dann auf Cam, auf Easy das nachhole. Aber ihr seht, die Rennen jetzt alle, habe ich jetzt beschlossen, für bis zum Ende des Let's Plays, alle auf Clubman. Ob ich verkacke oder nicht, irgendwie werde ich irgendwann schon weiterkommen. Und wenn es irgendwann mal nicht reicht von Punkten her, um irgendwie die nächsten Events freizuschalten, werde ich dann vielleicht auch mal das eine oder andere Event nochmal wiederholen on-cam, also in der Aufnahme. Auch eine schöne flotte Strecke, muss ich echt sagen. Hat bis jetzt Spaß gemacht. Ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet, ob das Event ein Rennen hat oder zwei oder mehr. Ja, war ganz ordentlich, der Drift. Also sauber um die Kurve gezirkelt. Rein von der Spielmechanik gefällt mir tatsächlich Dirt 2 eigentlich am besten. Da fliegst zwar auch ganz gerne mal wirklich wegen dem Drift raus aus der Kurve, weil du einfach mal die Kontrolle komplett verlierst, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen echter an noch. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Autsch. Da war das Heck im Weg. Die Karate war einen breiten Arsch. Aber trotzdem sehr, sehr spaßig. Schöne Strecke, schön schnell. Und die Feuchtigkeit, die ich erwähnt habe, besteht sicher durch die Gischt, die man hinten an den Reifen sieht. Auch wenn sie für heutige Verhältnisse mehr so, nicht mehr so toll animiert ist, aber nein. Da sieht man mittlerweile bessere Sachen, aber pff. Man kriegt jetzt auch nicht gleich Augenkrebs. Ohrenkrebs vielleicht von meinem Gelaber, das mal sei. Aber nicht Augenkrebs in dem Spiel. Aber da kann ja auch das Spiel nichts für mein Gelaber, ne? Sind wir mal ehrlich. Das war schon etwas verbremst, aber ne. Ich glaube, im letzten Drittel ließ es zumindest mit den Crashes etwas nach. Und die Karre sieht ja nur einigermaßen heil aus, ja? Kaum Reparaturen nötig. Lässt sich aber auch schön hin und her zirkeln, muss man sagen. So klein, wendig, Vierradantrieb, hat man gut im Griff. Und es ist halt doch auch eine, wie gesagt, sehr arcadige Geschichte hier bei Dirt 1 noch. Wir machen mal weiter, ich gucke mal ins nächste Rennen rein. Weil wir haben ja noch nicht immer 10 Minuten, also das geht ja mal gar nicht. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Strecke, ich habe ja wieder nicht drauf geachtet. Steht ja eigentlich immer oben 1 von 1 oder 1 von 2 oder sowas. Dann weiß man eigentlich immer, wie viel das hat. Aber das war's dann jetzt für das Event. Mal kicken, was hätten wir denn als nächstes? Rallycross mal wieder. Mal gucken. Four-Wheel Drive. Das nächste Level ist Amateur. Probier's mal. Ach, das gebe ich mir jetzt schon noch. Jetzt ist der Imprezza wieder dran. Übrigens, in den aktuelleren Titeln ist das tatsächlich so, dass für Rallycross andere Fahrzeuge benutzt werden. Also hier, das sind ja richtige Rallye-Fahrzeuge, aber da sind es dann immer modifizierte Fahrzeuge. Oh, wir kratzen schon an die 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, das ist cool.
Also für die, die es umrechnen wollen, 100 Meilen sind etwa 160 km/h. Machen wir halt noch ein zweites Rennen, ist ja kein Problem. Ah, hier ruckelt es ganz schön. Oh ja, hier geht die Framerate echt sauber runter. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Zu viel los hier. Hatte ich ja schon mal in einem der ersten Parts erwähnt. Ich hätte ganz gerne... Was? Scheibe, du nicht. Eine Retail-Fassung für den PC oder... Dass wir mal auf die Idee kommen, das hier noch doch noch für die Xbox One umzusetzen als download-kompatiblen Titel. Was ich dazwischen. Alles cool. Kassiert die Jungs. So. Und wieder rinnen Staub. Übrigens dürfen wir uns jetzt um Frischluft keine Sorgen machen. Wir haben keine Frontscheibe mehr, Leute. Also manchmal kommt dann halt doch mein klassischer Fahrstil auch aus den Resident Infos doch durch. Wer hat denn dir das erlaubt? Ich glaube, ich hack. Spinnst wohl, wa? Aber ich bin auch ein bisschen unsauber ins Rennen gestartet. Ganz, ganz wenig. Hab das ganz, ganz wenig in Rambo raushängen lassen. Nicht viel. Scheiße. Ja, doch noch könnte. Ja, doch, passt, alles gut. Ist zum Glück der Allrader, der lässt sich gleich wieder fangen. Das ist in Ordnung. Aber der klebt mir da am Heck, das ist ja nicht schön. Ich sehe das oben auf der kleinen Karte. Und durch den Pfeil, der da bei meinem Lenkrad rumschwirrt. Ja, okay, den haben wir, aber den haben wir, den Sieg. Alles cool. Sehr schön. Jetzt bohrt's neu in die Bande des Wars. Sehr gut. Das freut. Zwei Siege für heute. Weil der auch hier sehr unsportlich von meiner Seite aus war. Ja, da wollte ich mit Gewalt durch, ich weiß. Was übrigens auch eine schöne Rennspielserie von Codemasters ist, ist die Race Driver bzw. Grid-Spielserie. Dort basiert ja wirklich so auf Colin McRae Rally, was es damals zu PlayStation 1 Zeiten schon gab. Heieiei, da habe ich das Auto ein bisschen kürzer gemacht. Und wie gesagt, für Frischluft habe ich auch gesorgt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier bei Dirt die Kiste komplett schrotten kann, dass er gar nicht mehr fahrbereit ist. Was ich weiß ist, ja doch, müsste eigentlich sein, weil es ist zwischen den verschiedenen Rallye-Etappen, wenn es mehrere gibt, gibt es ja immer Reparaturservice. Wirkt sich auch aufs Fahrverhalten aus, aber nicht ganz so drastisch. Das geht noch, das kann man auch, mit einem zu dulden Auto kann man auch noch eine Rallye gewinnen, man sieht es ja hier. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, die Action ist zumindest bei mir da, ne? Das läuft. So. Jetzt geht's dann in die letzte Runde, auch hier in der Wiederholung. Und dann war's das auch für den heutigen Part. Das hätte es nicht gebraucht. Wobei, da ist man denn schon so drin, dass man sowieso die Kurve ganz gut kriegt. Weil man so weit rausgetragen wird auf dem Sand. Das ist nicht ganz so schlimm. Wer übrigens in einem aktuellen Spiel so ein ähnliches Spielgefühl wie das hier haben will, der sollte sich vielleicht mal das Spiel Gravel angucken. Ist auch optisch nicht so der Überknaller für ein Spiel von 2018, muss ich echt nur sagen. Gerade auf den Konsolen, nicht so doll. Aber die PC-Version, die läuft A, flüssiger und B, sieht halt auch wirklich nicht schlecht aus. Gravel ist wirklich ein schönes Spiel.
Ja, wir haben uns zumindest verbessert von Runde zu Runde. Das ist auch gut. Und das war jetzt auch wieder ein von ein Rennen. Ja, da sieht man schon, die haben, also der Rekordhalter hat auch ein wesentlich besseres Fahrzeug. Der Lancia Delta S4 ist da um Längen dem Subaru, den wir haben, überlegen. Naja, ich will hier keine Rekorde einfahren, ich will mit euch einfach das Spiel durchspielen. Ein bisschen nach Feierabend, ein bisschen Stress abbauen. Aber es klappt ja ganz gut. Geld kriegen wir auch zusammen. Alles prima. In der nächsten Folge haben wir Front Wheel Drive. Sieht aus, als ob wir dann wieder mit dem Links rumfahren. Und mit dem Clio. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Colin McRae Dirt. Macht's gut.